Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Part. Diesem Sphere Dino Money Challenge geht weiter. Im letzten Part da, ja, ging es drunter und drüber im Reich der Magie. Ja, und ich denke, das wird auch in diesem Fall nicht allzu anders sein. Leider. Naja. So ist das halt, ne? So ist das halt. Vor allem, wenn man so einen Dreckschar hat wie mein, der oft auf die Befehle nicht hört von mir. Was ich halt überhaupt nicht leiden kann, aber naja, so ist er halt, ne? Ja. Janae geht jetzt, oder? Nee. Immer noch Betörung? Achso, es war Lilly, die zuerst irgendwie durchging. Okay. Richtig wild. Ui. Das sah auch sehr interessant aus. So. Ja. Ja, ne? Mal gucken hier. Da ist auch irgendwer von uns gegangen. Ich weiß gerade nicht, wer das war. Jenny. Jenny, nee. Die ist noch hier. Wer ist denn da gerade gegangen? Megumi? Hat Megumi so erst gekommen? Hat sie überhaupt die Betörung auf mich gemacht? Hoffentlich, ey. Ne, Megumi ist runtergegangen. Das heißt, keine Ahnung, wer gegangen ist. Ich habe den Überblick ein bisschen verloren. Aber ist ja auch verständlich bei so vielen tollen Frauen hier. Wer kann mir da einen Vorwurf machen? Wobei Lilly ist in meiner realen Co-Gruppe, auch wenn sie eigentlich nicht horny ist, aber meiner hat das natürlich geändert, so wie jetzt mal. Und Jenna. Jenna. Hab ich dir nicht gesagt, du trinkst einen Trank? Doch, das hab ich. Also trink jetzt den scheiß Trank, bevor ich ihn dir in die Fresse werfe. Ganz ehrlich. Hör auf, meine Befehle zu missachten. Du kriegst ja eh nichts von alleine hin. Oder der Trank hat nicht gewirkt. Entweder oder. Was dann natürlich die Wut auf EA lenken würde. Ja. Junge, Jhené, kannst du mal aufhören hier? Mit dem zu plaudern? Der hat andere Dings hier. Andere Aufgaben, ey. Wichtigere Aufgaben als dich. Kannst du mit meinem Char plaudern? Wobei, warum plaudere ich eigentlich mit denen hier? Das ist halt auch so eine Sache. Sascha. Zusammen hier hingehen. Wobei, mit Lilly ist er verlobt, was heißt, ich könnte das eher bei Dings intensivieren? Bei Megumi, wenn die. Ist sie. Ne, hier ist sie. Okay. Ich wollte schon sagen, eben hatte ich sie doch noch auf der Treppe gesehen. Das wäre auch. Ja, toll, ich kenne sie nicht mal. Aber ich konnte sie einladen, was ist das denn für eine Scheiße? Ich kenne sie nicht, aber ich konnte sie einladen, ihr, ey. Aha. Ja, ihr mich auch, ne? Ihr mich auch, ihr Opfer. Ach man, ey. Ich hoffe nur, Jenna vergeigt das nicht, aber wer weiß. Wobei, Octavia bräuchten wir eigentlich zurück im Haushalt. Statt Lilith. Ja. Ja, könnte man eigentlich changen. Theoretisch. Octavia für Lilith. Weil Octavia ist ja prominent. Sie kann sich einfach Megumi vorstellen. Weil wir kannten sie ja. Ah, ist zwar schon Ewigkeiten her, aber trotzdem. Bist du? Hallo? Spiel! Meine Fresse, immer diese Verzögerung. Ich hasse das. Meine Fresse, können die echt nicht bessere Arbeit leisten, ja?
EA. Entweder die scheiß Opfer, die bei EA arbeiten, ganz ehrlich, Mann. Bei EA, da hast du entspannte Arbeit, also das machst du lieber weniger als weniger an guter Arbeit als wie zu viel, weil kann ja, weil zu viel, das ist ja nicht gut. So. Das will ja niemand. So. Ist zu viel gute Arbeit gibt gut, du hast das gemacht, das ist sehr gut. Ich weiß nicht, ob die Betörung auf Megumi auch durchging. Ich hoffe es. Wer weiß. Also von Megu bei Megumi auf meinen Char. Wer weiß. So, Jhené auf meinen Char. Rami will auch zu Morgan. Also, weiß nicht, warum der so interessant ist, ey. Wenn hier so ein Kaliber von meinem Char rumsteht. Aber vielleicht haben sie auch mal Bock auf, ja, auf Morgan so ein bisschen. Ja, weiß zwar nicht wieso, aber, ja. Vielleicht, weil er Magier ist. Ja, okay. Wir haben jetzt ein bisschen mit dem Vampir geflirtet. Als nächstes Magier, wer weiß. Wird wohl daran liegen, weil ein toller Charakter ist Morgün ja auch nicht. Also so dumm wie der Spacko ist. Und unfähig für alles einfach. Ich weiß auch nicht, ob er inzwischen den Trank überhaupt fertig hat. Wofür er Ewigkeiten braucht, ey. Und ob er sich in die Hose gepisst hat oder nicht, das werden wir wahrscheinlich auch erfahren, weil ich glaube nicht, dass er auf Klo war. Ich glaube nicht, dass er annähernd irgendwas von dem gemacht hat, was ich ihm gesagt habe. Ja. Ja, genau. Also der ist auch ein Abfall einmal von dem Charakter, also dass die Frauen da zu ihm rennen, das muss halt an der Magie einfach liegen. Dass er ein Magier ist. Daran muss das einfach liegen, Leute. Daran muss das einfach liegen, weil sonst macht das keinen Sinn. So. Dass die Frauen den toll finden, weil ich meine, der ist ein Abfalleimer eigentlich. Aber Julia ist gegangen. Vorhin. War eine Vermutung, aber habe ich nicht geäußert. Wäre aber richtig gewesen. Aber vielleicht auch noch wer anders, keine Ahnung hier. So, das dann abfüllen, hast du ausnahmsweise mal gut gemacht, Junge. Ausnahmsweise tue ich dich mal loben hier. Aber vielleicht auch die Oma auf Morgen, ne, dass die ganz horny auf ihn ist und so. Das für uns von ja, Benefit ist halt. Ja. So. So, ich weiß nicht, ob ihr beiden betört aufeinander seid. Lilly könnte ich auch nochmal betören auf meinen Char. Muss ich zwar nicht unbedingt. Ach, Tina ist auch weg, ne? Oder ist sie noch hier irgendwo? Wobei kann sein, dass sie noch irgendwo hier rum hantiert. Aber kann auch sein, dass sie gegangen ist, aber ist ja ruhiger eigentlich. Weil bei ihr und meinem läuft es ja einfach da. Und das geht auch zum Glück irgendwie nicht weg, egal wie wenig Zeit ich mit ihr verbringe. Das hat auch nicht jede Frau. Das gefällt mir so. Macht mir keinen Stress so. Ah, gut, dass ich kein Player in Real Life bin, ey. Das ist viel zu viel Stress, ey. Viel zu viel Zeit, die ich eh nicht habe. Also dachte ich, könnte Tina sein von der Jacke her, aber nüpp. Nicht ganz so vom Weiten, aber auch nur dachte ich. So. Ja. Wobei, geh mal wieder runter, so. Morgan soll dir nicht hinterherrennen, so. Ja, bei ihr ist das so, die wird ihm nicht hinterherrennen können, weil sie ist ja schon älter und so, das, ja, wird nicht klappen. Ja, toll, jetzt ist sie auf der falschen Ebene, Dankeschön. Wobei, Morgan könnte ja auf sie betört werden. So, könnte man halt auch noch eben machen. So. Auf Rami? Ja, okay, von mir aus. Ist okay. So bleibt Rami halt auch mal hier. Wobei, wir können auch mal ihr Grundstück eigentlich leerräumen in Zukunft und so. Aber erstmal muss ich halt dafür sorgen, dass Morgan halt bisschen hier schelmische Magie lernt. Dass der halt diese Betörungsscheiße machen kann. Und, ja. Hast das geklappt mit Vorstellen? Ich meine, sie ist ja auch nie auf mich, also. Dass das auch nicht außer Kraft setzt, das ist halt auch unnötig eigentlich. Weil, ja, toll, jetzt ist meine auch noch unwohl am Fühlen. Junge, du hast doch immer irgendeinen Grund zum Heulen, du Pussy, hä? Huh? Meine Fresse, sollst mein Char sein und nicht eine Pussy, Alter. Das ist echt lächerlich, Junge. Leider denkt sich auch nur. Der Typ ist sexy, aber der ist auch eine Pussy irgendwie. Meiner schaut Megumi an. Ja, Megumi ist. Ah, ich bin B-Promi. Ich bin B-Promi. Denkt sie einfach nur. Ich bin hier der B-Promi. Aller B-Promis. Ah ja. Haben wir sie eigentlich auch auf meinen betört? Weil. Ja. Ach, auf dem Klo sogar wird betört. Nice. Ja, da macht ihr beiden ein bisschen rum, ist okay.
Wenn der fast ins Klo fällt. Und Junge, du sollst hier. Ich hätte das nicht machen sollen, jetzt wird der Rest hier abgebrochen oder was. Sollst das alles abfüllen und dann mit der Oma reden, wo auch immer die Oma hin verschwunden ist? Kann die nicht mal. In ihrem Alter soll die sich doch sowieso nicht bewegen, ganz ehrlich, ey. Soll nicht scheiße. In ihrem Alter muss sie sich sowieso nicht bewegen, ey. Soll mal aufhören mit dem Müll. Ach, Tina ist tatsächlich noch hier. Lul. Na gut, die kann ruhig an der Bar sitzen, ist okay. Vielleicht belohne ich sie, wenn sie noch länger hier ist und ich das kann. Wer weiß. Wo ist die Oma? Hat wer eine Oma gesehen, die wichtig ist hier? Ich habe keine Ahnung, wo die Oma jetzt ist. Scheiße, wo? Die schläft hier? Ey, was ist die für eine? Nee. So. Ja. Nee, Omi. Hör mal. Weiß nicht, was das bedeutet hat. Rechnung. Ja, die kannst du mal bezahlen hier. Kannst du das mal? Genau. Dann kannst du die Rechnung bezahlen und dich um Dings kümmern hier, um die Oma. Weiterhin. Oder auch nicht, weil ich spiel mal wieder rumbackt. Sehr nice, weil hatten wir ja erst im letzten Part und diesem Part. Ich hasse diese Verzögerung, ihr. Seid ihr echt zu unfähig, das mal zu balancen vernünftig, ja? Seid ihr echt zu blöd dafür in der Birne? Meine Fresse, ihr. Ganz ehrlich, was sind EA einfach für Drecksäcke, die es einfach nicht, die einfach überbewertet sind so. Na klar, das Spiel hat halt einiges zu liefern auch, aber das haben andere Spiele auch und dass du keine Verzögerung, keine. Meine Fresse. Die hätte ähnlich viel abliefern müssen. Aber die kommen damit klar, weil. Ja. EA kriegt's hier nicht hin. Warum auch immer. Vielleicht zu viel Fokus auf EAFC, wer weiß. Wer weiß. Weniger auf Sims. So. Oder einfach zu blöd dafür. Meine Fresse, ey. Es muss doch gehen, Alter. Es haben andere Games, die auch abliefern müssen, auch nicht. Da hast du keine Verzögerung. Nur bei Sims. Was soll ich scheißen? Was soll ich scheißen? Ausgerechnet bei Sims so. Einem, was ich halt mit am meisten fühle, so. Mit Wrestling. So. Noch mehr als alles andere, weil alles andere fühle ich halt auch sehr. Was ich halt bringe. Also am meisten als Sims und Wrestling. So. Das ist halt schade, so. Wie es ist. Das so ist, wie es ist, meine ich. Megumi ist gegangen, oder was? Scheiße. Und meiner hat sich nicht mal geschafft, dir vorzustellen, oder was? Er hat's locker noch nicht mal versucht, ey. Das will ich nicht noch mal sehen, Scho. Ich mein's ernst. Bau keine Scheiße hier. Du bist mein Char. Wenn ich dir etwas sage, dann befolgst du das, sonst befolgst du bald gar nichts mehr, weil das ist der Sinn und Zweck deiner Existenz, Kollege. Das ist der Sinn seiner Existenz. Weil sonst hat er keinen Sinn zu existieren, weil wenn er mich scheiße verkörpert, dann verkörpert er mich gar nicht mehr und ich mache mir nochmal neuen Show, so. Ganz ehrlich. So, blöder Drecksack, ey. Hast zu befolgen, was ich dir sage, Chuck. Kannst du auch so blöd gucken, wie du guckst, ey. Ist mir egal. Und du kannst Martina Tinker hier auch zur Gruppe hinzufügen. Weil das hat sie sich verdient. Rami zählt auch noch zur Gruppe, falls Tina noch da ist. Aber jetzt, wo ich sie zur Gruppe hinzufüge, haut sie locker ab und jetzt, ey, erst recht, wo ich es gesagt habe, so, ne? Deswegen so zur Runde hinzufügen, das kurz wegpanschen, das wegpanschen und dann zusammen hier hingehen und dann trinkst du Plasma. So, zack, so. Überaus charmant. Exzellent Beleidigung, ui. Ah gut, es braucht auch gar nicht den Trank eigentlich. So. Nicht nur wegen Jenna, sondern auch so. Und kannst du mal mit der Oma reden jetzt? Rechnung bezahlen. Dann mit der Oma reden. Wo ist die? Ey, die ist schon wieder auf der Couch, oder? Auf einer Couch, oder? Weil was schläft die überhaupt? Die hat nicht zu schlafen. Vor allem haben das die Weisen nie. Das habe ich noch nie gesehen, dass sie hier schlafen, wenn man im Reich der Magie abhängt. Das habe ich nie gesehen. Und wir haben ja auch nicht ihr Energiebedürfnis gelehrt. Das kann man machen. Also das kann ein Vampir machen. Aber das haben wir ja nicht gemacht. So, deswegen verstehe ich das halt nicht. Ich verstehe es halt nicht. Warum die auf einmal schlafen geht. Das hatte ich noch nie in all den Jahren Sims zocken. Das hatte ich noch nie, Leute.
Nicht einmal hatte ich das. Deswegen schenk dir mal den ganzen Scheiß hier einfach, den wir eh nicht brauchen. Und dann lernst du hoffentlich die Betörung, dass du das in Zukunft machen kannst und dass Jenna sich um die Tränke kümmern kann, wie es eigentlich vorgesehen ist und auch sinnvoller ist. So. Weil sie hat ja den Bonus da und so, deswegen. So. Mach das mal. So, perfekt. Arami. So. Ja, genau. Du hast das hoffentlich gemacht, Morgen. Und Jul und Dingschen. Ui. Vielleicht verkuppeln wir die beiden miteinander, wer weiß, ich meine. Da ist schon irgendwie gewisse Anziehung vorhanden, oder? Ich meine, zwischen den beiden hier. Wer weiß, vielleicht will er ja mit ihr auf dem Land leben oder so, wer weiß. Vielleicht kann er sie überzeugen, ihren Mann zu verlassen. Wer weiß. Wer weiß, wer weiß. Vielleicht, vielleicht auch nicht, aber sie geben vielleicht ein gutes Thumbnail. Nicht mit mir, Janelle. Nice, sehr schön. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, Jana. Dann Janelle direkt wieder. Weil die haut hier nicht ab. Noch nicht. Hoffentlich. So. Ah. Habe ich Janae oder mein? Grauenhafter Ruf, okay. Ja, so ist das halt. So, Layla. Noch. Und wenn das sie noch nicht ist, sie auch betören hier, mein Char. So. Und dann. Wo ist die nächste Person? Wo ist Tina oder die Rami? Weil die müssten ja eigentlich hochgeschickt werden. Genauso ist es. Tatsache. Aber Rami, ich glaube, das funktioniert noch nicht, oder? Die Frage ist, was ist mit Tina? Wurde sie mitgezogen oder nicht? Eigentlich müsste sie, aber bei EA, dahinter frage ich nichts mehr. Dahinter frage ich halt absolut nichts mehr. So. Da kannst du halt nichts hinterfragen. So. Never question logic. Okay, sie wurde mitgezogen, also sehr gut. Und ja, ich weiß auch nicht, wie lange der Part schon wieder geht, vor allem auch wegen diesen Scheißverzögerungen, die ich absolut hasse. Und ich muss auch sagen, was ich halt auch nicht leiden kann, ist das nachhaltige Leben-Pack, weil es hier größtenteils einfach nur auf die Nerven geht. Und, kurz gucken, das geht ja nicht wegen, genau, angeblich. Ja, und das halt, weil es hier größtenteils einfach nur auf die Nerven geht mit dem nachbarschaftlichen Aktionsplan. Scheiße, da. Entweder Strom abstellen, Wasser abstellen, Rauferei mit jedem, dass du halt von jedem auf die Fresse kriegst ohne Grund. Da, freie Liebe, dass jeder dich belästigt, so. Jeder jeden belästigt, so. Ja. Fühle ich halt absolut nicht. So. Und das einzig Positive sind halt bisher in meinen Augen die Chars und also Tina Tinker und Bess Sterling halt. Weil die sind gut, die sehen richtig gut aus. So. Und ja, mal gucken, wie es hier weitergehen wird. Und ja, es wird auf jeden Fall ziemlich interessant. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Und ja, tschüss, Leute.